Stan Druckenmiller, der legendäre Investor und Hedgefondsmanager, hat heute ein paar ziemlich deftige Wahrheiten über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed gesagt und das öffentlich auf CNBC im Wall Street Journal, wo er klar gemacht hat, was da passiert, das grenzt schon an Wahnsinn und wird massive Konsequenzen haben. Und er sagt, in diesem Umfeld, da würde selbst ein Affe Gewinne machen, das ist also keine große Kunst, weil eben die Fed faktisch die Assetpreise dermaßen inflationiert, Blasen erzeugt, dass es natürlich logisch ist, wenn diese Blasen immer größer werden. Und jetzt ist aber die Frage, werden diese Blasen noch größer oder setzt sich das fort, was gestern schon begonnen wurde, eine Korrektur nämlich. Gestern hat es den Tech-Sektor erwischt, der ohnehin ja schon etwas schwächer ist seit Februar. Heute erwischt es eher den Dow Jones, aber schauen wir uns die ganzen Geschichten mal an, nämlich über Affen, über die Fed etc. Schauen wir uns erstmal an, was Druckenmiller hier im Einzelnen gesagt hat. Selbst ein Affe würde in diesem Umfeld Geld machen können. Stumpf long. Viele bilden sich ja sehr viel darauf ein, dass sie so wahnsinnig schlau sind, dass sie eben immerhin das erkannt haben, dass die Fed hier diese Bubble erzeugen wird. Er hat auch gesagt, das, was die Fed macht, nämlich Druckenmiller, das riskiert den Weltreservestatus des Dollars. Und er sagt hier, the problem ist klar identifiziert, nämlich die Fed, Kryptowährungen zum Beispiel, so Druckenmiller, waren eine Lösung auf der Suche nach einem Problem, aber jetzt ist das Problem gefunden, nämlich die Fed und Jerome Powell mit seiner Geldpolitik. There's a lack of trust. Es gibt einen Mangel an Vertrauen. Alle wissen im Grunde, dass die US-Wirtschaft zu heiß läuft. Alle wissen, dass die Inflation aus dem Ruder läuft. Nur die Fed tut so, als würde das alles nicht wirklich der Fall sein. Sie verlässt sich auf ihre Modelle. Die können funktionieren, aber die können auch ganz böse aus der Kurve fliegen, das muss sich noch zeigen, aber es ist jedenfalls ein immenses Risiko, dass die Fed eingeht. Und Druckenmiller, den Sie hier auch im Bild sehen auf CNBC, sagt, es gibt keine Periode in der Geschichte, die ich kenne, wo die Geldpolitik und auch die Fiskalpolitik so dermaßen jenseits der ökonomischen Umstände agiert. Wenn Sie all das tun wollen und den Weltreservestatus des Dollars riskieren wollen und Assetblasen weiter aufblasen wollen, dann sei es so, aber es ist verrückt. Warum ist es verrückt? Weil eben wir jetzt in einer Situation sind, wo eben die Impfungen vorankommen, wo eigentlich die Daten super gut sind, Einzelhandelsumsätze etc. All das ist ja wirklich ziemlich kräftig. Aber die Fed würde so tun, als wären wir nach wie vor in einem tiefen, tiefen schwarzen Loch. Und man müsste sozusagen alles tun, um diese Wirtschaft zu unterstützen, so Druckenmiller weiter. Und jetzt kommt das eigentliche Thema. Warum ist das so gefährlich, was die Fed da macht? Die Long-Term Risks, also die Langzeitrisiken, um die geht es. Und hier diese Blasen weiter aufzublasen, das sei viel gefährlicher, als jetzt mal zu sagen, okay, wir riskieren eben dann, dass die Wirtschaft ein bisschen abbremst, wenn wir jetzt langsam die geldpolitischen Zügel wieder anziehen. Und genau das will die Fed nicht sehen. Die Fed sagt, so wissen wir von Insiderberichten, die Fed sagt sich, ja okay, wir riskieren vielleicht so ein paar Bläschen, ist ja nicht so toll, aber vielleicht auch nicht so schlimm, weil wir eben die Wirtschaft unterstützen wollen. Wir müssen das tun, wir müssen abwägen und entscheiden uns dann für den Arbeitsmarkt, für die Wirtschaft, nehmen das andere so ein bisschen in Kauf. Aber das große Problem ist, das, was man da in Kauf nimmt, das wird einem wahrscheinlich dann dermaßen um die Ohren fliegen, dass es scheppert und dann muss man ganz anders reagieren. Hier hat Druckenmiller zusammen mit Christian Broder im Wall Street Journal auch einen Artikel darüber geschrieben, wo er das nochmal genau ausführt, was da eigentlich schiefläuft, warum das so verheerend ist, was die Fed da macht. Aber die Fed ist auch heute wieder am Start, nämlich das Zentralkomitee für geldpolitische Planung, könnte man sagen. Das hat ja schon so ein bisschen sozialistischen Charakter. Das ist jetzt sozusagen der Nullzinsplan der Fed, der derzeit abläuft. Wir hatten schon Williams von der New York Fed, der hat allerdings sich nicht zur Geldpolitik geäußert. Vorhin war Brainard, habe ich jetzt noch nicht gesehen, was sie gesagt hat, Daly, Bostich und dann der unselige Kashkari, die sich heute äußern werden und gestern die Märkte ja schon unter Druck. Heute hat sich das fortgesetzt. Dann allerdings eine Erholung beim Nasdaq. Warum, will ich gleich zeigen. Vielleicht müssen dann diese Fed-Speaker wieder zur Rettung in der Assetpreisblase schreiten und sagen, also diese Inflation, die ist transitory, gell, und überhaupt hohe Bewertungen, wer konnte schon beurteilen, was eine Blase ist und hoch bewertet ist, das kann ja
niemand beurteilen, gell? Bis die Blase platzt, dann ist es ein bisschen klarer. Schauen wir uns mal die Dinge an. Dow Jones, der ja so lange so massiv gut gelaufen ist, heute mit dem minus 1,34%, der größte Verlust seit 4. März. Das war der letzte Tag, als der Dow Jones weniger als 1% plus gemacht hat. Das ist ja unglaublich, was bei diesem Index passiert ist. Der S&P 500 mit sehr, sehr schwachem Breath, wie die Amerikaner sagen. Von 500 Aktien waren vorhin 437 im Minus. Wir sehen aber den Nasdaq nur minus 0,3%, obwohl der auf Future-Basis, der Nasdaq Future, deutlich stärker unter Druck war als etwa S&P, Dow Jones oder auch der Russell 2000, der Future. Jetzt sehen wir, hat sich das so ein bisschen verschoben. Russell und S&P ungefähr auf einer Ebene, der Dow Jones schwächer und der Nasdaq stärker. Warum ist der Nasdaq stärker? Dazu vielleicht hier diese Wende bei Amazon. Amazon hatte ja gestern eine Anleihe emittiert, mit der man Geld aufnimmt. Mit diesem Geld wiederum will man eigene Aktien zurückkaufen. Super geile Idee. Man leiht sich also Geld von anderen, um dann die eigenen Aktien zurückzukaufen. Damit verknappt man das Angebot an Aktien. Das ist so ein wunderbares Ponzi-Schema, das ist fast zu schön ist, um wahr zu sein. Jetzt hat man dann eben aber dann eigene Aktien wieder zurückgekauft. Amazon dann nach oben gelaufen. Das hat diesen ganzen Tech-Sektor mit nach oben gezogen. Und eins ist auch klar, kurzfristig, im ganz kurzen Zeitfenster, nicht übergeordnet, nicht langfristig, war der Nasdaq in Relation zum S&P und vor allem zum Dow Jones eben auch stark überverkauft. Nasdaq ja deutlich schwächer als die anderen Indizes in letzter Zeit. Und so war einfach da so ein bisschen die Luft nach unten schon ein bisschen dünner, während etwa der Dow Jones ja so viel Luft in sich reingesogen hat, dass natürlich dann auch das Fallpotenzial mal etwas größer ist. Hier sehen wir die Korrelation zwischen Growth und Value seit dem Jahr 1991. Und wir waren, was Growth zu Value betrifft, noch nie so schwach wie eben jetzt aktuell in letzter Zeit, eben letztendlich seit der Impfstoffhoffnung oder Impfstoffmeldung 9. November. Und deswegen steigt der Dow Jones und steigt, also diese ganzen Reopening-Werte sind massiv gestiegen, Tech wurde so ein bisschen abverkauft. Nun gut, Tech ist ja nicht so schlecht gelaufen davor, also so ganz unverdient ist das alles nicht. Und das trifft dann meine Lieblingsfreundin Cathy Wood, besonders ARK, da gab es heute wieder zwischenzeitlich ziemlich herben Kursverlust. Und jetzt hat man ein ähnliches System angewandt wie Amazon. Man hat seitens ARK, also von Cathy Wood, man hat Apple-Aktien verkauft. Ungefähr ein Drittel der Apple-Aktien, die man im Depot hatte, hat man verkauft, um dann eigene Aktien zurückzukaufen, also praktisch das eigene ETF zu kaufen. Auch geil, finde ich eine super Idee. Sollten wir vielleicht alle machen, sollte Siemens vielleicht machen, ja. Die sollten eine Unternehmensanleihe begeben, um dann mit dieser und den eingenommenen Geldern aus der Unternehmensanleihe eigene Aktien zu kaufen. Das sind Spitzenideen. Also da bin ich total begeistert und halte das für eine Frühform der Rallye, die da passiert. Jedenfalls Morgan Stanley sagt, unprofitable Tech-Unternehmen, und davon hat die junge Dame ja einige im Depot, wie böse Zungen sagen, haben jetzt den S&P 500 um sage und schreibe 42% underperformed in den letzten 3 Monaten, ist also 42% schlechter gelaufen. Und wie gesagt, Cathy Wood hat einige davon im Depot, wenn nicht gar alle. Das ist der größte negative Abweichung, die man jemals gesehen hat bei untersuchten Kategorien, so sagt Morgan Stanley, nicht wirklich zur Freude von Cathy Wood. Und Cathy Wood hat ja auch einige Tesla-Aktien, die hat sie aber scheinbar nicht verkauft. 10% ihres Depots sind Tesla-Aktien. Zwischenzeitlich Tesla sehr, sehr stark unter Druck. Gestern ging es ja schon um gut 5% nach unten. Heute war man dann vorbörslich bei minus 7%. Man hat sich jetzt ein bisschen erholt. Schlechte Nachrichten für Tesla aus China. Da will man jetzt im Bereich Shanghai nicht mehr Land dazu kaufen, um da weiter Produktionsstätten zu errichten. Warum? Weil der Autoabsatz in China deutlich rückläufig ist. Warum ist der rückläufig? Weil faktisch Peking gesagt hat, so, ihr werdet hier nicht mehr wirklich was werden. Sie erinnern sich vielleicht an diese ganzen Geschichten, da eine Demonstrantin, die auf einen Tesla gestiegen ist. Tesla musste dann zweimal den Kotau vor Peking machen. Wir entschuldigen uns, wir entschuldigen uns. Wir wollten den chinesischen Konsumenten nicht beleidigen. Faktisch kriegen die da wahrscheinlich keinen Fuß mehr in die Tür. Man verkauft also weniger Autos, nicht nur in China, sondern ja auch in Deutschland, da der Aprilabsatz 483 Fahrzeuge
Im Monat davor waren es 3.600, den Monat davor wiederum 1.800, also ein Weltkonzern, was den Autoverkauf betrifft, kann man gar nicht anders sagen. Jetzt ist eben die Situation die, dass offenkundig diese Meldungen, die Tesla selber gesteckt hatte, dass man gar nicht hinterherkomme und dass das gesamte zweite Quartal schon komplett ausgebucht sei. Das kann jedenfalls nicht Deutschland und China betreffen. Und China ist ja eigentlich ein wichtiger Markt für Tesla. Und da der junge Mann Elon Musk so wenig zu tun hat derzeit, muss nicht so viele Autos bauen mehr, hat er gesagt, ja, dann haue ich mal den Hundecoin sozusagen mal wieder nach oben, indem er einfach einen ganz kurzen Tweet gemacht hat. Do you want Tesla to accept Doge? Soll also Tesla diese seltsame Kryptowährung akzeptieren, von der es 1 Milliarde gibt. Jedes Jahr werden gut 5 Milliarden hinzukommen. Das nennt man dann teilweise auch Inflation. Zumindest bei jenen, die nicht absolute Krypto-Fanatics sind. Und das hat dann Dogecoin wieder sehr geholfen, nachdem er ja in einer Fernsehshow das so ein bisschen als Abzocke bezeichnet hatte. Also das ist Manipulation vom Feinsten. Dieser junge Mann sollte nicht nur wegen Asperger untersucht werden. Das hat er ja zugegeben, dass er das hat, oder klargestellt, dass er das hat, sondern vielleicht von der SEC auch mal genauer unter die Lupe genommen werden. Kommen wir to something different. Kommen wir zur Economic Reality. Kommen wir zur ökonomischen Realität. Und die haben wir heute gesehen. Am Freitag hatten wir ja miserable Arbeitsmarktdaten aus den USA, Erwartungen mindestens 800.000 bis 2 Millionen. Wir sind dann rausgekommen bei 266.000, fast alles nur Restaurant und staatliche Jobs, die da geschaffen wurden. Meine These war, und die scheint sich heute wirklich klar zu bestätigen, dass die Amerikaner keinen Bock haben, auf Deutsch gesagt, wieder zu buckeln, weil eben die Schecks noch schön da sind von der Regierung. Man hat ja das Helikoptergeld bekommen, ruht sich da ein bisschen aus, denn wie heute die Job Openings JOLTS gezeigt haben, sind 8,1 Stellen zur Verfügung, 8,1 Millionen Stellen zur Verfügung, die jetzt im letzten Monat alleine geschaffen wurden, zu besetzen wären, aber teilweise nicht besetzt werden können. Das ist der größte Wert seit 2000, den wir hier sehen. Und da ist natürlich eine immense Abweichung auch von der Erwartung gewesen. Die Erwartung war deutlich tiefer. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was da eigentlich los ist, wir hatten auch heute den NFIB Small Business Openings. Da wird gefragt, ja, wie schaut es denn aus bei kleineren Unternehmen, wie schaut es denn aus mit Jobs, habt ihr da mehr oder habt ihr weniger? Und jetzt sehen wir so diese Grafik unten, Jobs hard to fill, Jobs, die also schwer zu besetzen sind, weil keiner Lust hat, weil er eben noch Geld in der Tasche hat oder weil die Qualifikation fehlt, ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und wenn wir uns den JOLTS-Report mal anschauen, dann sehen wir, seit Beginn der Corona-Krise sind 8,215 Millionen Stellen verloren gegangen. Und es sind jetzt wieder 8,123 Millionen Stellen hinzugekommen. Also faktisch ist fast schon der gesamte Verlust durch Corona ausgeglichen. Deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein hier, was diesen Arbeitsmarktdatenbericht vom Freitag betrifft. Also der wird uns wahrscheinlich nicht wirklich Klarheit gegeben haben. Wir dürften dann in den nächsten Monaten deutlich höhere Zahlen sehen, was den Arbeitsmarktbericht betrifft. Und jetzt ist eben die Situation die, dass die Märkte am Montag realisiert haben, ja, guckst du, wir sehen, dass die Fed wohl einfach weitermacht mit ihrer ultralaxen Geldpolitik. Das wird die Inflationsgefahren nach oben bringen. Dann werden die Renditen und die Kapitalmarktzinsen steigen. Deswegen war Tech gestern auch schwächer. Und jetzt sehen wir, wer jetzt Anleihen kauft, zum Beispiel eine 5-jährige US-Staatsanleihe, und dann eine reale Rendite davon haben will, dann hat er Problemchen, nämlich die ist auf ein neues Allzeittief gefallen. Es gab also ein noch nie so schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis für jemand, der Anleihen gekauft hat, wenn man so will. Liegt bei minus 1,9%. Wenn man nämlich die Rendite dieser 5-jährigen US-Staatsanleihe minus Inflation sieht, dann verliert man Geld, wenn man diese Anleihe kauft. Und Geld verdienen derzeit vorwiegend nur Affen. Inflation Expectations jetzt, die Inflationserwartungen auf dem höchsten Stand seit 2008 heute. Ganz nahe des höchsten Stands seit 15 Jahren mit 2,72%. Es geht weiter nach oben mit den Inflationserwartungen, eben weil die Fed die Füße stillhält. Heute hat die EZB auch gesagt, ja, also mit diesem PEP, mit diesem Anleihekaufprogramm, wollen wir mindestens bis März 2022, wahrscheinlich bis April 2022, würde ich vermuten, weil es geht ja scheinbar nicht mehr anders. Und diese ganze Geschichte, Inflationserwartungen steigen, obwohl Lamba
gestern ja schon deutlich unter Druck war. Also dieses Bauholz, das derzeit überall gejagt wird, scheinbar gestern ja Rohstoffe unter Druck insgesamt, heute dann Lumber weiter unter Druck, auch Rohstoffe heute, naja, jetzt nicht auf jeden Fall in diesem Rallye-Modus, aber auch kein starker Abverkauf, weil wir sehen, dass diese Highflyer, diese extrem überspannten Märkte wie Bauholz, wie Lumber, hier doch deutlich korrigieren. Deutliche Korrekturen erwarten deutsche Börsianer hingegen nicht. Heute gab es den ZEW-Index. Der ist auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen. Das bedeutet nichts anderes, als man hierzulande seitens der befragten Finanzprofis so viel Optimismus hat für die Konjunktur wie zuletzt im Jahr 2000. Und wir erinnern uns, im Jahr 2000 ging es ja dann super weiter. 2001, 2002, 2003 waren ja Spitzenjahre mit nur leicht negativem Wachstum. Aber das wird diesmal sicherlich anders. Wir werden wahrscheinlich sehr positives Wachstum haben. Und haben dementsprechend auch in jeder Hinsicht die Bewertungen für dieses sehr positive Wachstum in jeder Hinsicht. Und vielleicht muss man mal zwischendurch eben ein bisschen Luft rauslassen. Wenn selbst Affen an den Märkten gewinnen, dann stimmt etwas mit den Märkten nicht mehr. Dann haben wir es nicht mehr mit einem Markt zu tun, sondern mit einer von einem Zentralbankkomitee geplanten Fünfjahresplan. Und das hat so in der Geschichte, wie wir wissen, auch noch nicht so richtig funktioniert. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und